Recht herzlich willkommen zur 149. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, hier sind die fünf Aufträge, die wir hier noch haben. Ja, das ist einmal hier eine Rettungsaktion. Array from Orbit of Kerbin. Rescue Winfried from Orbit of Kerbin. Build a new orbital station around Minmus. Position Satellite in Specified Orbit of Duna. Haben wir schon mal angenommen, ne? Sehr interessant. Test LFB, Kaya, das ist der Twin Bore Liquid Fuel Engine on an Escape Trajectory out of Minmus. Da hätten wir den dicken Fetten mitnehmen müssen und dann gleichzeitig von deinen starten. Gut. Ich denke mal, wir machen mal hier gerade die Rescue-Aktion erstmal und schauen zu, dass wir da die beiden wieder herkriegen, sozusagen. Macht vielleicht Sinn, dass wir das erstmal machen. Ja, forschungsmäßig waren wir da so unterwegs. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier wieder weg. Und da rein, der Mordrak war das, glaube ich, dem gefiel hier dieser große orange Tank gut. Na, guck mal, kann ich den jetzt hier nicht mal gerade rüber pushen? Ach so, mit der linken Taste. Ja, gut. Da, wo war er jetzt? Da war auch nicht, hier war, das ist der dicke, fette Tank dann. In der Mordrak favorisiert. Und wahrscheinlich dann auch noch ein passendes Triebwerk dazu, ne? War das jetzt hier dann? Dieses, oder was? Mainsail Liquid Fuel Engine wahrscheinlich, ne? Ein Meter ist da der... Könnte sein. Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Und der... Ja, ist so und so hoch. Gut, was hatten wir sonst noch? Das Labor hatte der Dralo, glaube ich, angesprochen. Das war hier. Da müssen wir ein paar Scientists dann reinsetzen. Ist sehr interessant auch. Wie viel haben wir denn hier so an Research Points? 160. Ja, tendenziell würde ich jetzt sagen, machen wir das doch, oder? Das nehmen wir. Und dann machen wir auch noch den Tank dabei. Und dann nehmen wir noch das Triebwerk mit. Ne, das war ja gar nicht, das war da, ne? Gut, dann haben wir das. Jetzt haben wir noch 246. Ich würde auf jeden Fall diese hier mitnehmen, einfach aus dem Grunde, weil ich dann doch einfach das mal vorantreiben möchte, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt nutzen würde. Aber einfach das mal so nebenbei. Wir haben jetzt 246, 160, 86 würden überbleiben, wenn wir 160 noch einmachen. Und diese sind ja bei 300, das würde sowieso jetzt keiner mehr hergehen. Das heißt, wir nehmen den, oh, jetzt bin ich abgewählt, wir nehmen den und können noch einen hier auswählen. Entweder hier die kleinen Düsen mit dem kleinen Tank. Specified Construction. Da ist der Docking Port 3, der Tree Coupler. Und wir nehmen hier noch. Das war der Grabber. Und hier hat man noch ein Hitzeschild. 375 Structs, Parachute. Obwohl der Parachute wäre hier vielleicht ganz interessant, ne? Ist der jetzt für... Ja. Ist der geeignet fürs Dingens? Sag schon, für... Für die große Kapsel, das ist die Frage, weiß ich nicht. Was haben wir hier nochmal? Das war der Grabber. Hier der Tree Coupler, der lockt mich natürlich auch, ne? Ist klar. Docking ist auch cool. Oder wir sagen ganz einfach, wir lassen die 200 Punkte mal gerade stehen und warten auf Antworten, die da kommen werden. Aerodynamics. Ja, da sind halt Teile, um ein Flugzeug zu bauen, ne? Vielleicht das ein oder andere würde auch woanders dran gehen. Was haben wir denn hier noch für Sachen? Auch wieder Flugzeugteile dann, ne? Was machen wir denn hier mit? Standardmäßig schon was? Wird vielleicht auch was gehen, dann ein kleines Flugzeug kann man damit bauen, ne? Gut. Hier sabbert dann, das Ende. Da geht's dann nicht weiter. Kein weiterer Aufbau.
Hier braucht man das, um vielleicht das nachher zu haben. Was wollen wir da? Tankmäßig wieder. Okay, dann. Das geht aber schon im Endeffekt damit auszuwählen, weil eine Linie dahin führt, ne? Das könnte sein, oder? Interessant. Was haben wir hier? Ein Hitzeschild und dann nochmal Struts. Hier. External Command Seat, okay. Rovemate. Und Antriebsräder. Ja. Das da unten geht natürlich schon alles. Das ist okay. Ja. Panel, Structural Panel. Beam. Tja. Und hier war Modular General Element Separator Docking Port. Und das ist ein Quad-Koppler. Hier kriegen wir am meisten Teile, ne? Den würde ich jetzt am wenigsten haben wollen. Das wäre jetzt da für mich noch mehr wert wie das. Und da war der Parachute Donner. Also das. Docking ist auch cool. Ich glaube, wir nehmen das. Naja, ne? Und da ist der Parachute. Zwischen den beiden bin ich jetzt noch nicht so im Klaren. Das lassen wir dann für die nächste Runde. Einer von den Jungs sollte mir mal sagen, was die da favorisieren würden. Hier gucken wir mal gerade rein, wo die alle so rumschweben. Martha's Capsule? Ne, die brauchen wir nicht. Dralos. Gibby's Craft. Das sind ein paar Debris. Jetzt müssten wir gerade nur wissen, wo die rumkriechen, die wir rescuen wollen, ne? Ja. Die hatten wir hier, ne? Vier Jahre dauert das noch, das dauert auch 4 Jahre. Das sogar 17 Jahre, 22 Jahre und 2 Jahre. Das würde bedeuten, diese beiden machen wir jetzt, das ist von der Zeit ja egal. Rescue Arani from Orbit of Kerbin und Rescue Winfried from Orbit of Kerbin. Gut. Wenn wir die beiden machen, dann schauen wir mal hier rein nochmal. Toggle Ships, ne, es müssten umgekehrt sein. So. Winfried. Das Winfried seine Hütte. Ja. Und Aranis. Ist dieses. Okay, das ist also beides machbar dann. Die sind ziemlich gleich auf dem Ding ins Orbit. Da brauchen wir uns keinen Gedanken machen. Das waren die beiden hier, ne? Gut, dann haben wir das geklärt. Also. Haben wir wieder alles? Dann brauchen wir eine Rakete dafür. Dann
Also mal gucken, was wir da so im Repertoire haben, ne? Booster Engine Test. Dralos Escape. Ja. Escape, Kerbin Orbit. Minmus Lander, Minmus, 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 Minmus. Brauchen wir nicht. Moonlander, Moon Rescue, Moon Rescue. Orbital Rakete. Wenn man jetzt noch sehen würde, was es für eine ist, ne? Das wäre nicht schlecht. Rescue. Moon. Rescue. Schirmtest, Schirmtest. Tempus, Test 2,5, Test. TRV1. Zielschirmtest, okay. Da fehlen Parts. Orbitalrakete Version 2 und 3 gibt's auch. Sieht denn die aus? Okay, da ist nur ein Ding dran. Sehr interessant. Das brauchen wir aber jetzt gerade weniger. Decoupler Engine. Talos Escape. Düsentest. Minus Länder ist klar. Orbital V2. Okay, das ist identisch zu 1 sozusagen, mit wahrscheinlich leichten Änderungen. Mondländer. Rescue. Okay, das war so einer. Krasses Ding. Ist jetzt aber auch nicht gefragt. Gut, das sieht so aus, als ob wir mal gerade besser neu machen. Wir holen uns diesen ran. Und arbeiten uns da gerade so weit vor, dass wir da was zusammenstellen, oder? Hier, guck mal, da können wir jetzt diesen schicken drunter machen. Wow, krass. Aber wir müssen jetzt erstmal... Wo war denn das Ding mit der Hitzeschild? Thermal. Der da drunter. Dann brauchen wir noch einen Schirm. Wo waren die? Ja. Lass uns da einen Decoupler erstmal brauchen wir. Genau, ein Decoupler wäre erstmal wichtig. Was ist das hier? Das ist ein Adapter. Wo ist denn jetzt? Achso, hier, es gibt eine extra. Da haben wir den. Dann brauchen wir einen Tank. Oh, der ist etwas groß. Der war's. Zum Hin- und Hersteuern, ne? Dann Triebwerk. Reicht das? Reicht, ne? Dann brauchen wir da noch wieder einen Decoupler für. War das der jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr, ja. Dann brauchen wir da was Größeres an Tanks. Den. Dann da ein Triebwerk dran. Die? Nee.
Den groß. Nö. Ist das der? Shit, ich weiß es nicht mehr. Mainsail. Die. Passt das so? Ja. Da haben wir schon mehr als genug. Liquid Fuel. 3, 2. Das ist erstmal das. Fallschirm. Haben wir den jetzt eigentlich gekauft, den einen, oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten wir hier jetzt? Service Bay. Noch ein Service Bay. Da können wir alles reinbauen, ne? Genau. Control System. Brauchen wir jetzt nicht. Hier wollten wir was haben. Ist das jetzt der lange oder der kurze? Einmal 6 und das ist 3x2. Dann ist das der. So, da. Haben wir schon mal. Bisschen Strom für unterwegs, ne? Ich weiß auch nicht. So, den noch da drunter. Wohl. Ja, lassen wir mal da, ist egal. Eine Antenne. Machen wir dahin. Dann haben wir hier noch. Tja, ein Thermometer können wir ruhig mitnehmen, bestimmt, oder? Wo ist denn hier der Eingang? Da. Den Gu. Den können wir auch nochmal oben drauf setzen, oder? So, den haben wir ja auch gekauft, das Labor, ne? Kann man da was laborieren oben? Weiß ich gar nicht jetzt so wirklich. Wie groß ist denn das? Wow. Ja, sollten wir nochmal überlegen, was wir da machen, ne? Barometer. Das wäre hier jetzt drauf zu machen, aber das ist ein bisschen klein. Science Junior ist der richtige. Und lass mal den Science Junior gerade an der Seite machen. Den da. Den da. Und den dann da. Haben wir alles soweit, oder? Thermometer ist dran. Das heißt, wäre alles da. Der Parachute fehlt mir irgendwie jetzt noch. Den finde ich jetzt auch nicht. Ach, hier war der wahrscheinlich. Ne. Da. Hier ist er. Aber der passt nicht, ne? Oder wie war das? Die sind zu klein, ne? Da müssen wir. Was ist das denn hier? Cabin. Wie groß ist denn das Ding? Okay. Gut. Ein Scheinwerfer. Ein Storage Container. Ja, den Parachute. Drei Stück an der Zahl. Zack, passt. Sollte funktionieren, ne, oder? Da oben gibt es noch eine Nase für dann. Nose Cones, wo waren die? Wahrscheinlich hier, ne? So sieht es doch ganz nett aus, oder?
So, wie ich sehe, sind wir schon ziemlich fortgeschritten mit der Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses Ding hochkommt, ob das reicht oder ob wir noch Zusatztanks brauchen. Aber das weiß bestimmt der Mordrak, der kennt sich mit dem Orangentank ja aus. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, lassen wir das erstmal so. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.